Wenn wir den Draven irgendwie backforcen können vor Vamp Scepter, wäre insane. Mach das. Ich muss meinen Arsch auch hier auf jeden Fall hart zuhalten gegen die Teamcomp. Ja, besser ist es. Ich glaube, Rexha wird hier doch das ein oder andere Mal vorbeikommen. Wir müssen jetzt echt gute Jungle Awareness haben. Rexha startet wahrscheinlich Topside. Ah, die wird Level 3 safe runterkommen. Das ist wahrscheinlich hier drin, ne? Mhm. In der Tat. Weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee von ihm war. Er hört doch nicht auf, ey. Denke, Minion nehme ich mir noch. Kann auch sein, dass Rexha irgendwie Double Buff Start macht und dann Bot kommt oder so. Movil Vayne ist auch mutig. Ich werde Pike spielen, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall nicht nur Yumi spielen, ja. Der ist wieder im Busch, pass auf. Nehmen eh Level 2. Können die Level 2 die nein. Am Mumu kommen. Außer wie gerade. Okay. Wo da hin? Ich hab irgendwie ein Haar in der Maus oder so. Mit der Mu. Jetzt Bock auf Grump lieber. Ignite mal? Ja, hätte ich machen können, aber hätte nie gehealt. Irgendwie, warte. Man hat ich auch igniten können, aber. Ich sag mal, der muss jetzt auf jeden Fall weg vor seinem Web-Scepter. Jo. Und das hat auch sehr, sehr komische Sachen gemacht gerade. Nicht so gut, sagst du? Ja, nicht, nee. Jetzt haben wir das Turret Play schon verpackt. Oh, schon weg? Holy shit. Ja, waren echt viele Minions. Er hat nur Boots, er hat keinen Pot, der Draven. Dann müssen wir gleich wieder eine Base. Lecker. Ja, Rex halt ist auch kein Topside-Jungle. Ich weiß nicht, was der macht, Alter. Der Mu hat den komplett outjungelt. Alles Mitte. Knight ist raus. Zed hat geflasht. Okay, Rex hat auch flasht, das ist nice. Juckt, ey. Ja, Rex kann jetzt eigentlich nur über die Lane-Bot kommen, wenn dann. Und mit der Remi geht's super. Der ist ja nach oben raus, ne? Ja, ja. So, jetzt erstmal nicht. Ah, ich hab wahrscheinlich das für Minus gerade. Alter, ich hab grad ein bisschen getrollt. Können eigentlich gar nichts machen eigentlich gegen uns. Also wirklich nichts. Nö. Naja gut, aber wenn die das Early Game auch so verkacken. Aber also, Tobi2 können nicht immer, das stimmt. Können wir? Ja, wieder eine Base, der kann sich nichts kaufen, Alter. Ja. Ich glaube, push mal die Wave, dann können wir die unterm Turret mega pressuren. Wird auch wahrscheinlich keine Pots jetzt haben. Ja. Aber ich hätte eigentlich sogar, also ich finde in der Theorie, Draven Nautilus ist eigentlich schon eine der besseren Inlanes gegen Yumi, glaube ich. Weil die haben es halt nicht so gut gespielt. Ja, gut, Zivir, die Knight, die halt auch ziemlich hart. Ja, das stimmt. Ein Pot. Ich hab einen Ping, ich geh mal pingen. Vorsicht. Alles gut. Jetzt mal aufpassen, dass er diesen Kack-Jungle-Gang macht hier. Der Pot schon raus, Leute. Können ihn halt mega chungen, den Autos, wenn er das macht, weil er keinen Aftershock-Proc kriegt.
kann mit dem Auto-Tech auch Aftershock blocken, dann nicht vergessen. Ja, aber er kommt ja nicht in Range. Ja. Ups. Oh, wie ist das da? Höhe 5. Hier auf Nummer sicher. Oh mein Gott, ist das tiltend. Der muss so tiltet sein. Auf Nord. Ach, die Yumi ist echt so unfair. Also das fühlt sich auch nicht los. Also doch, macht schon Spaß. Unfaire Champs machen immer Spaß. Das ist so das Prinzip in LoL. Eine Regel. Umso unfairer, umso Spaß. Ist halt wirklich so. Plating nehmen. Ich hab TP. Mit dem Zepter jetzt. Aber mit dem Zepter wird auch nicht so viel bringen. Ich hab so viel Schaden. Ja, der ist auch halt schon gestorben. Wo sind denn? Danke für den Sub. Warum subben die Leute immer bei mir und dann sagen sie, sie waren ein Kind von dir? Weiß ich nicht. Gute Frage. Aber danke schon. Ah, das kann sein. Das ist natürlich super ehrenhaft. TP und Turret. Sicher ist sicher. Nichts riskieren hier. Das Game ist eigentlich free, wenn wir so weitermachen. No. Aber jetzt keine Sums, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt nochmal Grom kommt oder so, eine Scheiße. Keine Pots. Ja. Bild ab jetzt. Der Hook raus hat, können wir auch mal aggressiv gehen, glaube ich. Da habe ich ein bisschen getrollt. Ja, ich habe auch. Wir haben auch keinen hier gerade, nicht, dass Drave irgendwie 6 wird oder so. Rexha ist Mitte gerade. Weil der Draven muss Basecamp pushen. Na, das wird das bald. Oh, der ist nicht Base gegangen, ist ja wahnsinnig. Warum macht man das? Keine Ahnung. Ich bin trotzdem tot. Rek'Sai. Mann, da habe ich aber eine Menge Counterplay gehabt. Guter Champ. Er ist leider auf mich raufgelaufen und hat seine Space gedrückt. Ich glaube, wir hätten auf den Nautilus hören können wahrscheinlich. Wäre besser gewesen. Das Problem ist, ich kann halt. Ich weiß nicht. Seine Ultimate. Ich glaube, seine Ultimate kann ich nicht Space Shield, wenn er schon im Underbarrow ist, oder? Muss ich mal probieren. Das weiß ich nicht. Weil so kann er halt einfach warten, bis mein Shield ausläuft mit dem Knock-Up. Ich konnte ja nicht raus. Er wird noch die Nautilus turn sein. Draven ist komplett fucked. Ich habe 8 Sekunden wieder Ult, dann können wir die einfach überrennen. Ich glaube, du kannst doch einfach raufrennen jetzt. Ja. Oh, der ist aber ganz schön schnell. Ich komme nicht ran. Du bist ja schneller als ich gewesen, trotz deinem Slow meinen Zweierboots. Oh wait. Fünfzig habe ich wieder Flash. Rek'Sai wird wahrscheinlich nochmal Bot kommen. Nautilus ist jetzt 6. Hat geheilt. Ach man, das war so obvious. Er hat keine Ult. Aber ist egal, ich bin trotzdem tot. Keine Ahnung. Oh lol. Oh, keine Ult.
Warum geht er da nicht raus? Ist er da nicht einfach rausgegangen? Ja, genau. Wir müssen echt am Turret chillen. Wenn ich keine Flash habe, sonst kann ich gar nichts machen gegen den. Sehr, sehr belastende Gangs hier auf jeden Fall. Ich habe den Aspekt, wo er zweimal auf mich raufgelaufen ist, fand ich ziemlich krass gespielt von ihm. Oh, das war auf jeden Fall perfekt. Ich werde safe nochmal kommen. Es hat nur unlucky, dass Amumu da gerade noch geendet hat, sondern wir haben eigentlich. Ziehen halt so viel Pressure auf uns. Ich würde mal resetten kurz. Ja, Pelzi, sorry, ich lese jeden deiner Kommentare und reagiere darauf natürlich auch entsprechend. Aber lieb von dir. Gebult. Oh, da ist er free. Du jetzt. Was auf Draven, auf Draven, auf Draven. Wo geht der Mummel? Ich bin tot. Oh, Momo, Alter. What the fuck, hä? Hey? Ich bin ein little sheep. Zum Glück hat der getrollt, aber. Das war nicht so geil. Reset nochmal, ich hab TP. Jetzt werde Cloud. Ja, Gangping ist mir gut dabei. Ja, eigentlich free das Game. Ich habe jetzt halt wieder keinen Flash. You can't tame the desert. Ja, der ist dead, oder? Oh, ne, er kommt weg. Lol, der hat mich halt hart getrollt. Wir können Turret nehmen. Aber kann sein, dass er über River uns engagiert. Uns nicht Tui tun, nicht niemals. Außer ich trolle. Da hat keine Ult gehabt gerade. Spielen. Nice. Lass mal resetten, sonst kommt Rek'Sai direkt. I'm Yumi and you're warm. Ja, ich hätte schon safer stehen sollen gegen den Rek'Sai, das stimmt schon. Beim ersten Mal habe ich unterschätzt, dass ich einfach gar nichts machen kann. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, dass er mich ohne Ultimate nicht so easy töten kann. Und beim beiden Malen lag ich falsch. Ich hätte Tor-TP in sein, mein Wert. Fucking slit your throat, idiot. Wer hat das geschrieben, der Draven? Ja, natürlich. Ohne es zu lesen, weiß ich, wer es geschrieben hat. Nimm du mal.
Aber wir brauchen den nicht für den, Turret, den kriegen wir auch so. Ich sei Bot. Place mal, place mal. Ja, wir einfach werden nicht Moves benutzen können. Und wo du. Soll ich Bot tippen? So. Muss hinter den, weil wir drauf ulten. Ich hab Ult aber das hin. Der ist ja übelst der Spezialist, der Junge, Alter. Taktikfuchs hoch 20, der Top-Typ. Ja, ich bin tot. Also komm. Ja. Oh, Alter, der Amumu trollt halt echt rein. Holy shit, ist der am Trollen. Ja, Triple Kill für Ryze. Man kann das Game auch interessant machen. Er war auch ein bisschen greedy, wir hatten keine Objectives hier, oder? Okay, das ist so viel. Ja, nee, ich geb dir schon recht, das war schon nicht so gut, aber. Heroes go hungry. Lange am Stream, mal gucken, mal gucken. Oh, Ryze von 0-1 auf 3-1, das ist doch nett. Right side, top side. TG Piano, ne. Ich weiß, kann ich einfach nicht 1v1. Ich will einfach eine Wave clearen. Das ist Kingdom Hearts Musik, Momo. Kann ich auch noch den dritten Cloud nehmen. Und sein, dass er Ryze hinter mich ulten will. Ich kriege mich, aber dauert wahrscheinlich nicht. Und ich bin safe. Ich ping hier rein. Habe es gemacht. Bad Raven ist top. Ah, den Q trifft er. Legende. Wir sollten trotzdem Mitte Prio holen. Aber nicht. Na, dann gehen wir einfach Bot. Ja! Rück es! Nice one, Amumu. Komplett geil gespielt von dir. Wie er gedrückt hat, ey. Ich würde wieder zurückjumpen, oder? Ja. Nee, ich gebe mittlerweile keine Boots mehr auf Yumi. Nein, der Ken-Minion. Ah, hab ich. Ich hasse dich, hätte ich gekriegt. Wir sollten mal resetten. Respawn alle. Ah, ich bin super gefeedet. 3 Cloud Drakes. Das war ganz schön schnell, du. Wie viel habe ich? 467 Movement Speed. Holy shit. Das ist ordentlich. Die haben halt kein Wave Clear, die müssen eigentlich perma engaged, um irgendwas zu machen. Die Yumi Ult ist so stark, ey. Mittlerweile gefällt mir die richtig gut. Ja, ich glaube, die unterschätzt man auch. You've got a problem. Irgendwie der Set einfach Platz. Der war Mitte durch. Ja, ja, es ist Momo. Ah, Momo, Legende. Noch können wir enden.
Ja, ich meine, der Mumu ist noch mal ein bisschen spannend gemacht, aber das war doch eine solide Leistung hier. Oh. Ja, und den Autobus hat die Lane halt auf Level 1 verloren, das war irgendwie nicht so stark. Okay. Nice. Das war doch ein spaßiges Game. No, für die Gegner jetzt nicht so. Das ist mir scheißegal. Das sind die beide Teams Spaß haben, passiert nichts.